Das war der einzige Fehler in deinem Plan, Legion. Durch die dunklen Seelen verfüge ich über die Macht, dich zu besiegen. Die Prophezeiung habe ich sehr wohl gelesen. Und die dunklen Seelen werden über Legion kommen. Hier hast du sie! Der Schlange im Reich der Toten. Waffe in der Hand, meine Hand im Bogen, den Todesstoß führend. Das Grauen. Das Grauen. Ich gebe mich ihm hin. Gut gebräunt und mit einer neuen Frisur sind wir jetzt aus dem Spiel entlassen. Zwar nicht ganz sauber, sondern mitschieben, aber immerhin, wir haben durchgespielt. Ja, ich muss zugeben, ich musste leider cheaten, weil, ihr wollt gar nicht wissen, wie oft ich versucht habe, Legion zu töten. Ich habe mit Sicherheit mindestens 20 Versuche und, ja, ich habe euch ja extra einmal, am Anfang habt ihr gesehen, wie ich ihn so versucht habe zu besiegen, also wirklich viel rumlaufen, das scheint sehr gut zu sein, den Dingern immer auszuweichen. Ja, dann habe ich mir mal so gedacht, machst du mal den Unverwundbarkeits-Cheat an und guckst mal, ob die Munition von diesem Violator da überhaupt reicht, diese 999. Und also entweder habe ich total beschissen getroffen oder man braucht wirklich auch noch das zweite Munitionspaket. Und dann habe ich einfach den Cheat benutzt, dass man den Gegner mit einem Schuss töten kann, damit ihr halt wirklich das Ende sehen könnt, weil ich habe keine Lust mehr gehabt. Ich war so verzweifelt und habe gedacht, was machst du jetzt? Und dann habe ich so gemacht. Und ja, an diese Cheats, wie man da rankommt, das würde ich euch gerade gerne noch kurz erklären. Also ich werde das jetzt auch hier einfügen über das Grauen. Also ihr müsst in euren Shadowman-Ordner, da wo ihr es installiert habt, das wäre bei mir die Festplatte C, dann Programme mal 86 und dann unter Acclaim Entertainment und da ist dann der liebe Shadowman auch schon drin. Da müsst ihr dann auf Data, dann auf Scripts, Menü, German und dann ist da eine Datei drin, die nennt sich Release MSC. Die müsst ihr mit Rechtsklick kopieren und dann aufs Desktop verschieben. Und dann aus dem Originalordner löschen. Also ihr solltet wirklich die Sicherheitskopie auf dem Desktop behalten. Dann müsst ihr wieder zurückgehen auf Data Scripts Menü Englisch. Und da ist ein Ding drin, das nennt sich Debug MSC. Das müsst ihr dann bitte auch mit Rechtsklick kopieren. Dann wieder in den deutschen Ordner rein. Und das dann da einfügen und in Release umbenennen. Dann kommt ihr an das englische Menü. Und, das Spiel muss vorher komplett aus sein, ne, dann startet ihr das wieder neu und dann habt ihr das englische Menü, aber noch deutsche Sprache und so weiter. Und, dann könnt ihr dann Spielstand laden ganz normal, die werden übernommen. Und dann könnt ihr wieder ins Menü gehen und da habt ihr dann die zwei Debug-Optionen, aber das zeigen wir euch gleich noch genau, was es damit auf sich hat. Und, jetzt werden wir so noch so ein bisschen über das Spiel sinnieren. Wie hat es dir denn gefallen, lieber Senf? Oh, jetzt hast du 3 Stunden eine Ausführung gemacht. Jetzt muss ich auch nichts mehr sagen. wie gesagt, ich habe das Spiel ja damals angezockt, habe es aber niemals durchgespielt. Deswegen war es umso interessanter doch gewesen, zu sehen, wie sich das Ganze im Spiel entwickelt. Und es hat mich überzeugt, was mir jetzt nicht, also gut, weniger von der Grafik, es ist nach wie vor ein Retro-Game, aber im Großen und Ganzen vom Aufbau hat es mir gut gefallen, muss aber wirklich dazu sagen, es ist nervtötend, immer wieder in die Welten zurückzureisen, die Gegner werden stärker und die sind immer wieder da und man will uns immer noch die Haare schneiden. Richtig, da ist schon wieder ein Franzose, was soll das, geh weg. Schöne Grüße an Chris.
Ja, und an Judith nochmal an dieser Stelle. Und an dieser Stelle auch natürlich nochmal an alle Zuschauer einen ganz lieben Dank fürs Zusehen. Richtig, da fällt mir, ich habe mir jetzt keine Liste gemacht, das wollte ich vorher noch machen. Mir fällt da jetzt spontan ein, der Produzierer der Dunklen Wellen, Nico HD, Handwerkersfüß, wie hieß er hier, Creepy Mirage, der sich umbenannt hat in Dark Cryptex. Ja, der wollte ja nur mehr Dings abgreifen. Ja, hallo, ist aber ja, Judith ist nach wie vor auf unserer Nummer 1 Liste. Achso, und Killing Konstantin, hallo, ich möchte dich nicht vergessen, hallo. Ganz großes Kino. Ja, ich bin gerade nochmal so in Gedanken durchgegangen, wer immer kommentiert hat. Also ich bin euch sehr dankbar für die ganzen Kommentare, weil ja, alle, die von euch selber Videos machen, ihr wisst das, Kommentare sind eigentlich noch besser als Daumen hoch, weil dann hat man wenigstens was, woran man sich, ja, was heißt festhalten kann, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Man kann sich daran erfreuen und auch ein Daumen runter ist etwas Wunderbares, weil dann ist man dem Schritt in den Suizid einen Schritt näher. Nee, aber das wollen wir jetzt hier nicht ausbauen. Nee, also wie gesagt, nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die kommentiert haben. Auch auf Facebook ist ein bisschen was passiert, ist ein bisschen Schwung reingekommen in die ganze Sache. Wie gesagt, ein Dankeschön an alle, die kommentiert haben, an die Leute, die geliked haben. Schön, dass die Views so hoch gegangen sind. Ja, da ist nur immer noch die Frage, welche sind davon echt und welche nicht. Aber, also ganz ehrlich, mit diesen 110 Views im Moment kann ich sehr gut leben. Also, ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie echt sind. Und solange wie es nicht wieder bis 301 geht in weniger als 2 Stunden, bin ich damit ganz zufrieden. Aber das musste mir ja auch mal passieren, dass mich da einer, ja, wie soll man sagen, etwas in den Sack haut. Genau, in meinen nicht vorhandenen, genau. Ach, du hast gar keinen? Nee, ich bin ja eine Frau. Ich habe nur Tränensäcke. Ah, nee, aber so mit dem Spiel, du hast das schon ganz gut zusammengefasst. Also, mir hat's auch sehr gut gefallen. Ich habe das damals nur ja gesehen, als meine Eltern das gespielt haben. Ich habe dann dazugeguckt und ja, ich konnte mich an die Mörder überhaupt nicht mehr erinnern. Ich dachte deswegen auch am Anfang, dass diese komischen Typen, die da rumliefen, die mit dem Schild und so, da habe ich schon gedacht, das wären die Mörder, weil ich das als Kind irgendwie gar nicht so wahrgenommen habe. Und ja, wie du schon sagtest, das ewige wieder in die Level rein. Ich meine, klar, das ist das Spielprinzip, aber oh, es hat irgendwie doch ganz schön genervt. Und ich habe hier auch noch die Spieleverpackung liegen und da muss ich ehrlich sagen, was hier so steht, unter anderem beklemmende Gruselatmosphäre bis zur letzten Sekunde, 3D-Horror-Schocker mit ausgefeilten Adventure- und Action-Elementen. Also, 2 Fragen. Wo war das gruselig und wo war das ein Horror-Schocker? Wobei ich hier ganz klar anführen muss, wir reden hier von einem Spiel, was schon, war es vor der Jahrhundertwende oder danach? Ja, es ist 99. Also wie gesagt, das ist von 99, das heißt, es hat ein gutes Stück Alter auf dem Buckel. Und damals war es vielleicht noch ein bisschen was anderes gewesen. Ja, da gebe ich dir recht. Ich meine, klar, du hast, ich bin das ja mit dir auch schon mal so durchgegangen und habe dann auch genau gesagt, ja, was war denn da jetzt bitte gruselig und so weiter. Und dann sagte Senf, ja, du hast dich doch oft genug erschrocken, ja. Recht, ist auch so. Recht hat er. Und da sind die Credits schon zu Ende. Nicht schön. Aber gut, wir wollen euch ja eh noch das englische Menü zeigen. Ich hoffe, Shadowman fängt jetzt nicht wieder an zu babbeln. Was er bestimmt tut. Ich muss ihn unterbrechen gleich schnell. Nö. So, nix mit viele Jahrtausende. So, also ihr seht schon, wir haben hier das englische Menü. Finde ich nicht schön, dass mir das Wort jetzt einfach so abgesägt wurde. Danke, liebes Spiel. Ich wollte vielleicht auch noch was dazu sagen, aber dann halt nicht. Nee, also ich war im Großen und Ganzen eigentlich schon durch. Aber ich zeige euch jetzt mal kurz die Dinger. Wo laden wir denn? Am besten da unten. Ja, so sieht das dann hier aus. Und dann habt ihr hier dieses wunderbare Debug 1. Da könnt ihr oben die Level anscheinend auswählen, so wie ich das verstanden habe. Ich weiß jetzt nicht, ob man ob man die Level vorher erst freigespielt haben muss oder ob das wirklich komplett einmal durchgeht. Ich weiß es nicht. Also da fängt es an. Ich kann jetzt auch nicht weiter nach links gehen. Ja, diese Debug-Display-Optionen, denke ich mal, worauf beziehen die sich? Auf das hier, ne? Was denn jetzt? Diese Debug-Display-Optionen, die beziehen sich auf diese Optionen von dem Ding, wo wir gerade drauf sind, richtig? Ja.
Okay, und dann die Level-Optionen dürften klar sein. Kann ich da was... Ah, okay. Da kann ich auch jede Menge einstellen. Also, ja, Load Enemies, kann ich die ganz da rausnehmen, die Gegner? Das wäre ja geil. Ja, super. Dann ist nichts mehr mit Haare schneiden. Ja, so ein Pech aber auch. Ja, ganz toll. Ja, und Gets und No-Gets, da haben wir schon rausgefunden. Das sind die ganzen Fähigkeiten, habe ich so das Gefühl, die man sich freischalten kann. Na, dass man dann alle zusammen bekommt, also dieses, dass man sich am Feuer festhalten kann, durch diese Lava latschen kann und ja, hier, das müssten eigentlich alle sein. Ja, da kann man alle direkt, dass man von Anfang an alle hat. Das ist aber auch fies, dann braucht man das Spiel aber auch nicht mehr zu spielen, ganz ehrlich. Ja, es geht. Ja, und dann hier bei Charakter kann ich gar nichts machen, also da kann ich auf Enter drücken, wie ich will, und links und rechts, es tut sich nichts. Ja, das hier erklärt sich ja von selber. Unverwundbarkeit, die Gegner einfrieren und der eine Touch-Kill, ne? Also die haben dann einen ganz tollen Touch, wenn man die untoucht. Ja, unsichtbare Munition. Nein, ich meine natürlich unendliche Munition. Ja, möchtest du auch so sagen, bevor ich dir hier die ganze Zeit einen vorlaber? Kannst gerne labern bis zum geht nicht mehr. Wenn man dann Schnarchen hört, ist da definitiv, dass ich das bin. Oder ihr seid schon selber eingeschlafen, das kann natürlich auch passieren. Ja, ich weiß es nicht, aber ich wollte es euch halt zeigen, damit ihr seht, wie genau ich das hier gemacht habe. Und wenn ihr nicht weiterkommt, dann könnt ihr die Cheats auch benutzen. Weil ich meine, irgendwie, ich habe mich schon schlecht gefühlt, die Cheats zu benutzen. Weil es ist einfach ärgerlich, man hat alles selber geschafft in dem Spiel, ohne nachzugucken. Ja, obwohl doch, wir haben zweimal nachgeguckt, weil wir dachten, wir hätten es versaut. Also sprich, dass man das Spiel gar nicht mehr beenden konnte. Das Interessante ist, es ist immer von dem Personalpronomen, wir die Räte, daran kann ich mich nicht erinnern. Ich meine, ich bin ein Ausländer. Und vielleicht sollte ich mal wieder Klosett reparieren. Oh je. Nein, aber, ach so, bist du Mario? Der Klempner. It's me, Mario! Mit Senfgeschmack. Oder It's me, Maria! Würde auch passen. Naja, und hier bei den Einstellungen, ich glaube, das sind rein grafische Einstellungen, also die Texturen und die Bildschirmdinger, habe ich so das Gefühl. Und den nächsten Block. Da ist mir auch letztens was Schönes passiert. Da wollte ich ihm was von einem 3D-Film sagen. Also der hieß dann irgendwie Shark Knight 3D. Wollte ich ihm sagen, so, ja, guck dir den mal an. Ich dann so, Shark Knight 3D, weil ich so in dem Englischen drin war. Das war jetzt auch herrlich. Also den Block, den überlasse ich dir. Den Block überlässt du mir, ganz toll. Jetzt bin ich hier nebenbei nochmal so am Kommentar raussuchen, was die Leute geschrieben haben, und jetzt geht's hier los. Super. Freeze Weapons ist ausgestellt, also eingefrorene Waffen. Gehe ich mal davon aus, dass die Gegner nicht mehr schließen können. Ja, schließen. Die schließen dann nicht mehr zu. Freeze Effects, ja, das ist sozusagen, wer die Ice Bucket Challenge gemacht hat, der kennt das bestimmt. Der hat dann Brain Freeze. Was ist denn das eigentlich? Kannst du mir das sagen? Ich kann hier nur ein oder aus. Also die Effekte. Ja, Frosteffekte, also da ist dann eine verschneite Landschaft drin. Lassen wir das Ganze doch mal so stehen. Passend jetzt zum Winter. Da rennt ein Shadowman mit Weihnachtsmütze durch die Gegend. Dynamics. Da ist dann das Shirt noch besser. Also da erlebt ihr dann ein gebügeltes Shirt. Nicht so wie das von den Teens kennt, die dann abends ihre Shirts ausziehen und die dann was raushängen lassen und dann so das Shirt in die Ecke knallen, sondern das ist dann das von Mutti gebügelte Shirt. Und das haben wir eingestellt, weil wir wollten ja, dass ihr einen schicken Shadowman bekommt. Es gibt aber leider nicht den Glatzenmodus, wo man dann so hier dieses Funkeln auf der Glatze sieht, das, was dann vorher geschniegelt und gebügelt wurde und mit der Poliermaschine. Ja, komplexe Schatten ist klar. Wir wollten harte Schatten, kantige Schatten. Wir wollten auch ein bisschen anecken und ein bisschen Protestaktion. Gehört ja dazu, nicht? Richtig. Soll ich dazu noch mehr sagen? Das sind halt komplexe Schatten, die nicht Ach vorhanden so, sind. Nö, ja, ich habe jetzt verpeilt, runterzugehen. Entschuldigung. Hört ja. Sich gut an. Wireframe-Mode.
kann ich aber nicht viel dazu sagen. Ich hätte fast gedacht, weil ich es eben falsch gelesen habe, weil wir sind das Menü eben schon mal durchgegangen, also off-screen. Da hätte ich schon fast, ich habe Fire gelesen, also sprich, wie schnell die Waffen schießen. Dass das jetzt Wire heißt, habe ich komplett verplant. Wire ist ja der Draht, also der Drahtstangenmodus. Genau. Ja, keine Ahnung, vielleicht ist das, wie viel Fahrradspeichen man dazwischen hat. Ja, die Spielgeschwindigkeit ist auf 60, also wir sind Hardcore, wir sind Meister, ja, also wir haben das Ganze in 2 Folgen durchgespielt. Richtig, also die ganzen 80 Folgen, die ihr jetzt gesehen habt, das habt ihr euch nur eingebildet, wir waren viel schneller, 1-2 Folgen waren wir durch. Ja, wir haben ja im Cheat-Modus gespielt, vor allem dieses Wort hier schon wieder. Ja, und hier bei diesem Shadow, ach, da kann ich auch nochmal, höher kann ich nicht gehen. Ja, das ist ja fies. Kann ich jetzt auch nicht mehr... Kado 70? Ja, da kann... Ach nein. Das ist ja herrlich. Okay. Ja, also da haben die englischen Leute und die amerikanischen Leute, beziehungsweise die Leute, die englische Version von Anfang an haben, haben da eine ganz schöne Mogelpackung direkt mitbekommen. Warum haben wir Deutschen das nicht mit dazu gekriegt? Ich verstehe es nicht. Weil wir ehrlich sind und uns verarschen lassen. Gebt das doch zu, Leute. Wieder zurück, bitte. So, dann Mauscontrolle aus. Ja, Noxi hat gänzlich ohne Maus gespielt. Die hat mit den Pfeiltasten WASD und den Zahlen 1 bis 9 ohne die 6 gespielt. Ja, aber ich muss ehrlich zugeben, das ist auch sowas. Ich bin jemand, der mit den Pfeiltasten spielt und nicht mit WASD, weil ich habe nie so angefangen zu spielen über PC. Ich habe immer von vornherein mit den Pfeiltasten gespielt. Und ja, das wird einige von euch jetzt vielleicht schocken, aber ich muss mit rechts irgendwie steuern und nicht mit links auf WASD rumgammeln. Sonntag in der Bild-Zeitung. Noxi spielt mit den Pfeiltasten. Nee, das ist schon fast ein Pornomagazin. Noxi spielt mit den Pfeiltasten. Und dann am Montag ganz groß in der Bild-Zeitung. WASD, die Buchstaben der Verdammnis. Hardcore-Level für Noxi LP. Ja. Use primary weapon as any weapon ist ausgestellt. Ja, ist halt die primäre Pistole, gehe ich davon aus, für jede andere Waffe in Erscheinung tritt. Ja, oder halt umgekehrt, obwohl das würde keinen Sinn machen, dass man jede neue Waffe als primäre Waffe nutzt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ganz ehrlich, liebe Leute, es gibt so viele von euch da draußen, die Englisch können und so viele, die alles wissen. Knallt die Kommentare voll und dann wissen wir Bescheid. Richtig. Nichtsdestotrotz wird es danach kein Video mehr geben, in dem das ausklamüsert wird. Also wir unterhalten uns dann nur noch textlich mit euch. Ja, mit Buchstaben. Das ist das, was ihr da draußen nicht mehr tut. Ihr lest einfach nicht mehr. Ihr lest zumindest keine Bücher. Sinnlose Kommentare lest ihr ja gerne. Gruß an Nico! Und dann alle anderen nochmal. Ja, darunter ist natürlich auch was ganz Wichtiges, das ist der Notausgang. Den brauchten wir relativ häufig, weil wir doch gerne mal, schon wieder das von mir, beziehungsweise eigentlich eher du, mit deiner Orientierungslosigkeit und in deiner blanken Verzweiflung einfach nicht weiter wusstest. Ja, was heißt einfach nicht weiter? Ich habe mich halt des Öfteren mal in den Leveln verlaufen, ne? Aber das kennen wir ja, ne? Also ihr kennt das von mir und du kennst das von mir. Wer ist wir? Wir alle, die ganzen Stimmen in meinem Kopf und alle. Ach richtig, Noxi hat ja 5 Persönlichkeiten. Wer auf Facebook mitliest, der weiß das. Übrigens würde ich das gerne sehen, dass sich noch ein paar mehr auf Facebook beteiligen. Also bitte nochmal auf Gefällt mir drücken und einfach mal ein bisschen mehr kommentieren. Ne? Ja, und bei deiner Seite bitte genauso. Also wenn ihr den lieben Senf auf Facebook erleben wollt, geht auf RFK Dark Passage. Ja, das hört sich so wunderbar an die Kappenseite, wo ich so künstlerische Sachen mache, wenn man es so nennen will, und die, wenn ihr den erleben wollt, herz allerliebst. Also das ist, ich habe eine Porno-Villa. Ja, ich gebe es zu.
Herz allerliebst, also ganz wunderbar. Nee, aber bevor wir uns hier noch um Kopf und Kragen quatschen, also wir sind mit den Debug-Menüs jetzt durch und das andere hier erklärt sich ja von selber. Ja, das hier war nicht der letzte Part. Also wie gesagt, wir haben ja, beziehungsweise ich habe ja mal wieder gesagt, bevor jetzt wieder was kommt, dass wir die ganzen Bücher noch vorlesen, worauf wir uns schon sehr freuen, richtig? Ego! Ich habe nicht Emo gesagt. Ich weiß. Ich habe es verstanden. Okay, also an dieser Stelle verabschiede ich mich schon mal von euch. Ne? Also wenn ihr das lesen... An dieser Stelle verabschieden wir uns von euch. Jetzt darfst du das Wort wir verwenden. Nö, du musst dich ja separat verabschieden. Ich verabschiede mich ja nicht für dich mit. Ne? Gut. I was one moment in time. Oder so ähnlich. Genau. Also auf jeden Fall, wenn ihr noch das, die ganzen Bücher und so, also wie gesagt, Nettis Akte hätte man Nettis ja... Nettis nette Akte. Genau, die hätte man ja zum Anfang eher lesen sollen, war ja bei Alice genauso, nur, ja, ich habe mir gedacht, das ist sonst am Anfang zu viel, weil ihr wollt das Spiel sehen und so das ganze Lesezeug, das alles zum Schluss machen. Ihr freut euch jetzt schon auf die Outtakes, gebt es doch zu, gebt diesem, nochmal, ihr freut euch doch jetzt schon auf die Outtakes. Gebt einfach einen Daumen nach oben, wenn ihr euch auf die Outtakes freut. Ach Gott. Ja gut, also dann bis zum nächsten Part, in dem nur vorgelesen wird. Genau, wir lesen aus der Bibel. Und zwar Nettis nette Notenakte.